stellvertretende Staatsanwältin erschießt Mann in ihrem Bett. Hey, alles in Ordnung? Oh, das ist ein hübsches Wort. Vorfall. Klingt besser als Mord. Wenn es zwei Seiten eines Verbrechens gibt. Ein paranoider Schizophrener hat sich eine intime Beziehung eingeredet, die gar nicht existierte. Sie hat ihn in ihre Welt gezogen und dann ausgespuckt. Wem wirst du glauben? Woher weiß ich, dass es Notwehr war? Wäre es in deinem politischen Interesse, dass du eine romantische Beziehung zu einer Mörderin hast? Das wollen sie wissen. Was mit Sex oder mit Schmiergeld oder mit dem ersten Mord? Die Waffe, mit der sie ihn getötet hat, die Seriennummer führt zu einer Waffe, die dir gehört. Und warum ergibt der Vergewaltigungstest nur, dass wir heute zusammen waren? Ich hab doch gesagt, dass er nicht gekommen ist. Versuchst du mich loszuwerden? Du bist von mir besessen. Wer ist hier von wem besessen, frag ich dich? Er nahm ihr Mädchen und drehte sie gegen sie. Das ist doch nicht meine Schuld. Das heißt natürlich, dass ihr Büro auf einer Lüge aufgebaut ist, nicht wahr? Zu viele Verdächtige. Du und Danny habt mich reingelegt. Hast du schon mal daran gedacht, dass ich reingelegt worden bin? Zu viele Indizien. Hat Danny geschossen? Zu wenig Zeit. Lüg mich nicht an! Ray Liotta, LL Cool J, Jolene Blaylock, Mekhi Phifer, Taye Diggs. Du wirst ihn niemals kriegen. Slow Burn. Verführerische Falle.